zu sein, hatte Konsequenzen. Sehr laute und sehr peinliche Konsequenzen. Weißt du, manche Ponys träumen davon, Eltern wie deine zu haben. Ja, klar. Nenn mir eins davon. Ich. Als Fohlen dachte ich, ich würde nie in irgendwas die Beste sein, weil kein Pony mir das hier sagte. Aber deine Eltern haben dich immer und immer wieder bestärkt. Sieh doch. Beste Badende aller Zeiten. Beste Möhrenesserin unter 3 Jahren. Beste Schlafmütze von allen. Ja, ich bin gut im Nickerchen halten. Ich kann so gut wie überall einschlafen. Dein ganzes Leben lang haben deine Eltern dir immer wieder Selbstvertrauen gegeben. Du hast recht. Meine Eltern waren mir immer so schrecklich peinlich, dass ich nicht erkannt habe, dass ich durch ihre Unterstützung so unglaublich selbstbewusst, super unglaublich und unglaublich geworden bin. Oh, ich hielt das für selbstverständlich. Und hast sie sogar angeschrien. Oh, ich muss das wieder gut machen. Ich habe eine Idee, aber ich brauche deine Hilfe. Das heißt, wenn du mir noch helfen willst, so wie ich mich aufgeführt habe. Das ist mal ein tolles Foto. Rainbow Dash sieht ein, dass sie sich falsch verhalten hat. Weißt du was? Ich kann nicht das Geringste mehr sehen. Scootaloo, du kannst wirklich toll Augen verbinden. Das stimmt. Was für einen Knoten hast du denn gemacht? Einen Falknerknoten? Warte, nein, eine Farmerschlinge. Worum geht es denn hier überhaupt? Windy Whistles und Bo Hothoof. Nehmt Platz, freut euch auf den super privaten Wonderbolt-Event. Mom und Dad, willkommen bei den... Ich liebe meine Eltern und mein Verhalten tut mir leid. Ich will es wieder gut machen und danke, dass ihr mich bestärkt habt. Event. Viel Vergnügen. Danke, dass ihr mitmacht. Wir helfen gern. Und Dad, ich möchte euch mitteilen, dass ich euer größter Fan bin. Oh, Schätzchen, danke schön. Aber das hättest du gar nicht tun müssen. Das ist uns irgendwie etwas peinlich. Das war etwas übertrieben. Und deshalb ist Rainbow Dash für mich das größte Vorbild in meinem Leben. Danke, Scootaloo. Sehr gut recherchiert. Es waren etwas zu viele Bilder und ein schimmliges Sandwich in deinem Vortrag. Ich gebe dir eine 2. Ja, das war der beste Vortrag aller Zeiten. Scootaloo! 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 Dankeschön. Okay, das ist ja kein Rockkonzert. Bitte! Scootaloo! Scootaloo!